Taktos, das erste Takt- und Tonfestival, ist gestern in Solothurn zu Ende gegangen. Und zwar mit einem musikalischen Höhepunkt. Der Pepe Lienhardt und seine Big Band haben das Publikum in die Zeiten des Swing zurückversetzt. Mit dabei war der Philipp Blaser. Swinging 60s gestern Abend in Ritauen in Solothurn. Im Rahmen des Takto-Festivals hat sich auch die Aargauer Musiklegende Pepe Lienhardt mit seiner Big Band dargegeben. Seit Jahren ist der 64-Jährige in der ganzen Welt auf der Bühne unterwegs. Gerade ist er von Moskau zurückgekommen. Doch am liebsten spielt er immer noch daheim. Also die Gegend ist mir bestens bekannt. Habe ich früher auch aufgespielt, an verschiedensten Bällen und Konzerten schon gemacht. Also, ja, da ist man wirklich in der Deutschschweiz, da ist man richtig daheim. Und hier in der Schweiz denkt man beim Namen Pepe Lienhardt vor allem an ein Lied, «Swiss Lady». Doch diesen Klassiker hat Pepe Lienhardt und seine Swing Big Band gestern oben nicht gespielt. Vorletzte Tournee, glaube ich, haben wir eine Swing-Version gemacht, eine «Swinging Swiss Lady». Und die Leute, wenn wir ein Swing-Projekt machen, dann wissen sie, Pepe swingt, macht schöne Swing-Musik und die haben gar nicht das Gefühl, «Swiss Lady» muss kommen. Unterhaltungsmusik macht Pepe Lienhardt zwar immer noch, aber momentan ist er mehr mit seiner Big Band unterwegs. Und das mit grossem Erfolg. Ganz schön. Toll. Sehr gut. Sehr gut. Das ist eigentlich alles, was ich sagen kann. Wunderbar. Also. Gern wieder. He. Nächstes Jahr. Mal. Der Pepe Lienhardt hat mit seiner Big Band das Abschlusskonzert vom erstmals durchgeführten Takt- und Tonfestival Solothurn. Das lockt auch im Mai nächstes Jahr wieder hunderte Leute in die Reithalle. Ob auch dann der Pepe Lienhardt wieder auf der Bühne steht, weiss man noch nicht.